ich stand noch nie zwischen so vielen Leuten, die berühmt waren. Aber ich habe mich auch noch nie so alleine gefühlt. Und ich habe gedacht, von klein auf immer, wenn du da bist, dann bist du erfüllt. Dann hast du den Sinn des Lebens gefunden und dann geht es dir gut. Und das war eben in dem Moment nicht so. Hallo und herzlich willkommen zu Bibel TV, das Gespräch. Mein heutiger Gast hat unter anderem als Tänzer, Industriekaufmann und Jugendleiter gearbeitet. Ein ganz bewegtes Leben und Berufsleben, das Gottes Handschrift trägt. Über seinen Weg in diesen Berufen und im Glauben spreche ich heute mit Sam Jenke. Schön, dass du da bist. Hi. Sam, da habe ich gerade schon so ein paar Berufe gelistet, aber was war denn dein Traumberuf als Kind? Okay, ja, als Kind war ganz klar Fußballprofi werden. Und ja, es hat auch, sah auch gut aus, weil ich in der Jugend dann, ab der C-Jugend, beim 1. FC Köln spielen durfte. In der Jugend 5 Jahre dort, bis dann leider eine schwere Verletzung kam und ich den Verein verlassen musste. Boah, wie war das für dich, wenn dieser Traum da so zerplatzt? Also, ja, das war. Ich wusste auch nicht weiter, was ich mit meiner Zukunft anfangen sollte, weil ich meine, von klein auf war das klar für mich, Fußballprofi werden. Und da die Anzeichen schon darauf aus waren und ich war in U15-Nationalmannschaft erweiterter Kader und so weiter. Und das war alles so, ja, war für mich klar, das wird es eines Tages. Und dann kam dieser Knick, das war schon, ja, das war so der erste Bruch in meinem Herzen, so, wo ich, ja, irgendwie auch mit so einem kleinen, ich nenne es heute kleinen Götzen, den ich hatte, ja, der mein Leben bestimmt hat, abschließen musste. Wie hast du deine Zeit dann danach gefüllt? Weil ich meine, wahrscheinlich war Fußball ja auch sehr zeitaufwendig, ja, in deinem Lebensstil. Ja, ich habe immer noch so ein bisschen Fußball gespielt, aber dank kam mehr und mehr so dass die Leidenschaft des Tanzens. Ich habe seit klein auf immer so für mich zu Hause im Zimmer getanzt, vorm Spiegel getanzt. Und ja, dann kamen so die ersten Disco-Besuche und dann habe ich mein tänzerisches Können präsentiert. Und ja, so kam eins nach dem anderen, dass ich Freunde gewonnen habe in der ganzen Zeit durch Club gehen und so weiter und haben eine Tanzgruppe gebildet und Auftritte gehabt und ja, so fing das an mit dem Tanzen dann so. Das wurde dann immer mehr eine Leidenschaft auch dafür. Was für Vorstellungen hattest du, was aus Tanzen werden könnte? Wir wollten einfach unsere Leidenschaft präsentieren als Dance Crew. 2003 ist mal so der erste Dance Contest. Ja, vorher gab es nur Popstars und DSDS. Aber dann kam die erste Sendung nur mit Tanzen raus und da haben wir dann dran teilgenommen und ja, dann hatte ich so mehr oder weniger das Gefühl so, okay, da könnte vielleicht doch noch was werden, weil ich dann mehr oder weniger immer eine Runde weitergekommen bin und dann auch im Finale war, durfte da mit nach Ibiza fliegen und da war das Finale und ja, habe das Ganze dann mit 4 anderen gewonnen. Wie ging es dir da? Also ich meine, es war dann ja totales Erfolgserlebnis wahrscheinlich erstmal, oder? Ja, also ich habe gedacht, Traum wird wahr. Ne? Das war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, eine coole Zeit, das alles miterleben zu können. Was das Ganze so ein bisschen gedämpft hat, war ja, so mein Privatleben. So, ne? Da war eine Beziehung, die gerade zu Ende ging. Da war ja, eine Krankheit, mein Vater, die nicht ganz klar war, ob es vielleicht auch in Richtung Krebs geht und so. Und das hat es ein bisschen runtergezogen. So, ne? Deshalb war ich zwar einerseits erfüllt, dass ich meiner Leidenschaft nachgehen konnte, aber andererseits habe ich schon gefragt, hey, wenn du jetzt die Menschen, die dir so nahe stehen, vielleicht verlierst oder Beziehung war schon vorbei, dann ja, schmerzt das irgendwie im Herzen und dann stellst du dir trotzdem irgendwie andere Fragen und dann fragst du dich auch, okay, was bringt dir jetzt das Berühmtsein, ja, auf der Straße erkannt zu werden und Autogramme zu schreiben und so, wenn du die Menschen verlierst, die dir nahe stehen. Und da war immer so ein Hin und Her. Auch weil ich seit klein auf eher so ein sinnsuchender Mensch bin. Ja. Und ich habe ja immer nach dem Sinn des Lebens gefragt. So, ne? Und bin irgendwann für mich so dahin gekommen, gesagt, hey, die Ziele erreichen in deinem Leben ist der Sinn des Lebens. So, ne? Und
als es dann mit Fußball, das war der erste große Sinn im Leben, als es dann zu Ende gegangen ist, war ja dann das Tanzen. Und das hat dann auch mehr oder weniger so ein Ende genommen, dass ich weiß noch ganz genau, das war nach dem Gewinn in Ibiza. Und da waren viele damalige Popstars und Promis da und war so eine große Fete. Das Summer Ibiza Hits wurde auch noch eine Sendung gedreht da. Und ich stand zwischen all den Promis so und ich dachte, ey, ich stand noch nie zwischen so vielen Leuten, die berühmt waren. Aber ich habe mich auch noch nie so alleine gefühlt. Ja, es war so ein sehr einsamer Moment. Also ich kann das nicht beschreiben. Ich weiß nur noch, wie ich da stehe zwischen all den Leuten. Und ich habe gedacht, von klein auf immer, wenn du da bist, dann bist du erfüllt. Dann hast du den Sinn des Lebens gefunden und dann geht es dir gut. Und das war eben in dem Moment nicht so. Und das war, ja, es war ein ganz großes Fragezeichen. Ganz trauriger Moment, irgendwie so. Und konnte ich auch nicht einordnen. Und es hat dann auch sich ja, immer mehr hingezogen, dass ich gemerkt habe, da kommt nichts. Ja, also war ja dann, das war so mehr oder weniger das Sprungbrett in so die ganze Tänzerszene. Hab dann im Background für Leute getanzt, ja, im Video, wie Echo Fresh und so weiter. Und da konnte ich zum ersten Mal auch so ein bisschen verstehen, dass manche, wenn sie dieselbe Erwartung hatten, auch anfangen mit Drogen oder so. Das war dann so für mich auch dann so recht verständlich, so ey, wenn du nach Erfüllung suchst irgendwie in diesem ganzen berühmt sein und es gibt dir das nicht, dass du dann nach mehr suchst. Ne? Und das war zum Glück für mich jetzt keine Option, weil ich immer ein Gegner davon war. Aber ja, ich konnte es zum ersten Mal so richtig verstehen, so, ne? Ja. Dass man da schon abdriften kann, wenn man nicht ganz gefestigt ist und nicht sagt, okay, das ist No-Go für mich. Oder so, ja. Aber wenn du in dieser Haltlosigkeit warst, wo hast du dann irgendwann Halt gefunden? Also, ich muss sagen, genau in der Zeit, das war ja 2003, in dem Sommer war ich wirklich depressiv. Ne? Also dieses ganze innerliche Chaos mit, sei es berühmt sein, ja, im Fernsehen sein und so weiter, auf der Straße erkannt zu werden und so weiter, aber privat irgendwie so nach dem Sinn zu suchen, Menschen vielleicht zu verlieren. Das hat mich so in eine Depression gestürzt. Ne? Und da war ich echt unter der Woche auch viel zu Hause und habe in meinem Zimmer gesessen und geheult. Ne? Und eines Tages hat mich einfach mal so ein Kumpel dann gefragt, ey, willst du mal mit rauskommen? Du hängst nur zu Hause ab, ne? Du bist nur da am Rumheulen und so. Und komm, wir gehen mal auf den Geburtstag. So, wir fahren, die und die hat Geburtstag, komm, wir fahren mal dahin. Ich so, ja, okay, komm ich mit. Und er hatte zwei Jungs dabei, die in eine ja, christliche Gemeinde gingen. Ja, was für mich nicht, also ich kannte das nicht. Ne? Bei uns in der Ecke gab es nur die katholische Kirche und die evangelische Kirche. Aber evangelische Freikirchen habe ich noch nie gehört. Ja. Deshalb war es irgendwie so was Neues für mich. Und wir hatten voll den coolen Abend, die Jungs waren voll lustig. Und ich kannte einen Jungen von denen, weil er war auch ja, einer der wenigen Schwarzen aus unserer ganzen Gegend da. Und ich kannte ihn aber noch ein paar Jahre vorher. Und er war auch immer in den Clubs und so und war immer besoffen und bekifft. Nur an dem Abend war er irgendwie anders. So. Und wir kamen dann irgendwann, wir saßen im McDonald's und wir haben dann da gegessen und gesprochen. Und die haben dann so erzählt, dass sie glauben, dass sie in eine christliche Gemeinde gingen und dass Jesus ihr Leben verändert hat. Da habe ich gesagt, was ist Jesus Leben verändert? Ja, er hat unser Leben verändert. Und da habe ich gesagt, okay, ja, ich kenne dich ja noch von früher. Ja, und da kam dann die Frage von den Jungs, glaubst du an Gott? Da ich so, ja, eigentlich, ich glaube an Gott. Ich glaube, dass es einen gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles hier aus Zufall entstanden ist. Und dann kam die Frage an Mandy, aber hast du ihn schon mal erlebt? Und dann war so ein bisschen, was heißt hier erlebt? Wie kann man Gott erleben? Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben ihn erlebt. Dadurch hat er unser Leben verändert. Und dann haben sie mich eingeladen. Meinten, du kannst ja mal bei uns in die Kirche kommen. Wir haben samstags immer so eine Jugendstunde, also unser Jugendpastor. Und wir haben immer einen lustigen Abend zusammen, reden über die Bibel und so weiter. Und ich so, ja,
können wir machen. Und mein Kumpel, der mich eigentlich mitgenommen hat, er war jetzt kein Christ, er war Muslime eher. Aber er meinte so, ey, das ist echt cool da. Ne? Musst du mal hingehen. So. Und da kannst du ins Nachdenken kommen über dein Leben. So, ne? Ich so, ey, cool, sollen wir nicht am Wochenende hingehen? Dann meinte er, ja, okay, gehen wir hin. Ja, dann sind wir zusammen dahin gefahren. Und dann war ich gefühlt fast jeden Samstag da. Ja, aber das war so ein cooles Erlebnis. Also das, zum ersten Mal, ich weiß noch, wie ich das erste Mal da war, ich kam rein und ein Mädel kam und umarmt mich und sagt, hey, schön, dass du da bist und so. Ne? Und man muss das so ein bisschen verstehen, aus meiner ganzen Tänzer-Szene und so weiter, es ging bei mir und in meinem Leben immer darum, wer ist der Coolste, wer hat die geilsten Sachen, wer hat das und kann das und so. Ne? Und da war zum ersten Mal so, ich wurde irgendwie angenommen, obwohl irgendwie nicht alle wussten, wer ich jetzt bin oder so, ne? Sondern die haben mich so ganz neutral einfach betrachtet und angenommen und sich gefreut, dass ich da bin. Und das war nicht so, oh krass, die freuen sich, dass ich da bin. Okay, cool. Ja. Und ja, in der Bibel zu lesen, danach darüber zu reden, das war alles so neu. Und das war aber so, ja, die ganze Mischung war genial. Also ich habe das voll gefeiert und wir haben dann nach der Jugendstunde, dann abends bis in die Nacht, meistens immer irgendwo im Burger King gesessen und gequatscht über alles Mögliche. Und das war echt eine coole Zeit und meine ersten Steps, so was Glaube angeht. Wie ging es dann weiter? Gab es irgendwie einen Moment, wo das für dich nochmal klarer wurde, das ist jetzt auch eine Entscheidung, die ich für Jesus treffe? Ja. Wie sah das aus? Also, nachdem ich selbst einmal viel angefangen habe, in der Bibel zu lesen, weil mir wurde eine Bibel geschenkt, ich habe selber angefangen, in der Bibel zu lesen, plus die ganzen Jugendstunden und Gottesdienste. Ich bin auch in Gottesdienst sonntags immer gegangen. Und ich habe so mehr und mehr verstanden, so, worum es in der Bibel geht, wer dieser Jesus ist. Und der Jesus, die Person hat mich einfach so voll fasziniert. Ne? Und alle von denen, also in der Jugend, die haben immer davon erzählt, dass sie ihr Leben Jesus gegeben haben oder einen Moment hatten, wo sie Jesus erfahren haben oder irgendwie sowas. Ja, also es war auch ganz persönlich dann, ja, weil ich saß in der Jugendstunde, die haben Lieder für Jesus gesungen oder gebetet und ich habe gedacht, der steht neben denen. Ich habe gedacht, was ist das hier? Ne, das kenne ich nicht. Und habe mehr und mehr verstanden, okay, Gott möchte irgendwie irgendwas von mir, will zu mir reden. Ja. Und es war eine Situation, ich hatte einen Tanzjob in Nürnberg, sollte bei einem Videodreh mitmachen und hatte einen Platz reserviert in einem ICE, glaube ich war es. Und ich fuhr nach Nürnberg und auf meinem Platz oder neben meinem Platz lag so ein Deutsche Bahn Flyer, Fahrplan, wo ich überall halten werde und so weiter. Und ich lese mir das so durch und gucke und blätter um und der untere Hälfte war ganz schwarz und da stand drauf, in weiß, Jesus will dein Leben. Und darunter war so eine Nummer. Ich gucke so, das hast du doch in letzter Zeit schon öfter gehört, so dieses, Jesus will dein Leben. Und das war für mich nochmal so, oh, vielleicht ist da doch jemand hier. Ja, so, war es ein bisschen spooky. Bin dann auch durch den Zug gegangen und habe dann überall geguckt, ob es noch irgendwo anders liegt, außer bei mir. Aber nein, es war nicht so, sondern es lag nur bei mir. Und dann war es auch so, dass das Lied, wofür ich getanzt habe, Surrender, hieß das, von Lasco, eine Gruppe damals, mir fiel nicht mal ein, was Surrender heißt. Und als ich dann wieder zu Hause war bei den Jungs und die mir so gefragt haben, und wie war's? Und ich so, ja, cool. Hab denen das erzählt mit dem Flyer und Jesus will dein Leben und die alle schon so. ja, da ist jemand. Jemand will dein Leben. Aber ich so, was heißt das? Ja, Gott möchte zu dir reden. Du bist ihm nicht egal. Er liebt dich und er möchte dein Herz gewinnen. Und ich so, okay. Und dann haben wir noch über das Lied geredet. Weil da gibt es eine Passage, die hieß, es dauert nicht mehr lange, dann will ich dir mein Herz übergeben. So geht es in dem Lied. Und Surrender hieß das dann. Und ich wusste immer, ey Jungs, was heißt nochmal Surrender? Meinst du, ja hingeben? Und dann haben die gesagt, guck mal, das passt doch. Ne? Dann die ganze Fahrt mit Jesus will dein Leben und das, was du tun musst, ist dich hingeben. Ihm hingeben. Und das war so, wo ich gedacht habe, wow, weit ab von der Gemeinde und so weiter, sondern ein ganz persönliches Erlebnis von mir, wo ich gedacht habe, okay, krass, da ist jemand und der ruft nach mir. Hinzu kamen noch einige andere Gebetserhörungen, wo ich gedacht habe, das
es kann kein Zufall sein, dass ich gebetet habe und das hat sich erfüllt. Ne? Und dann gab es einen Moment in der Jugendstunde, wo ich mir dann selber gedacht habe, okay, wenn du wirklich mein Leben willst, dann lass den Jugendpastor heute nochmal so sagen, wenn du dein Leben übergeben willst, dann komm zu mir und wir reden miteinander und beten zusammen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Und dann hat er es natürlich gesagt, ja, am Ende der Jugendstunde. Und dann habe ich gesagt, okay, Gott, wenn du das jetzt willst, dann gehe ich dahin. Dann bin ich zum Jugendpastor. Dann habe ich gesagt, ey, können wir mal reden? Dann meinte er so, ja klar. Und dann sind wir in so einem Nebenraum. Dann meinte ich so, ey, hier reden so viele davon, dass man Gott begegnen kann, dass man Jesus erfahren kann. Ich würde den auch gerne erfahren, weil ich glaube, da ist was dran. Ich glaube, den gibt es. Und er meinte so, Sammy, warte ab. Du stehst wie an einer Bushaltestelle und warte, der Bus kommt. Glaub mir, der Bus kommt. Und ich dachte, okay, gut, dann warte ich halt noch was. Ne? Und am Tag danach, ich war mit ein paar Jungs im Kino und der ganze Tag war schon so komisch. So als, ich weiß nicht, als, ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, okay, Gott will mein Leben und ich muss mich ihm hingeben oder will mich ihm hingeben. Ne? Und nach dem Kino rief eine Freundin mich an und meinte, ey Sam, kannst du vorbeikommen, mir geht's nicht gut, ich muss ein bisschen quatschen, mein Freund hat mit mir Schluss gemacht und so. Und ich so, okay, gut, ich komme. Bin ich hingefahren und sie, bekennende Atheistin, ja, hat mir das auch immer gesagt. Ich war ein paar Wochen vorher, vor diesem Abend, war ich auch schon mal bei ihr, habe ich mein Herz ausgeschüttet und wir haben so ein bisschen gequatscht und so weiter. Und sie meinte so, ey, du siehst so fröhlich aus, was ist los? Und ich so, ja, ich weiß nicht, ich gehe seit ein paar Wochen da in diese christliche Gemeinde und es tut mir irgendwie gut. Ich merke, ich komme ins Nachdenken, ich kann Sachen verarbeiten, ich kann Sachen abgeben und ich merke, da ist jemand. Und die so, ja, Sammy, du weißt, ich glaube an sowas alles nicht. Ne? Ich so, ja, aber und dann habe ich eigentlich versucht, sie voll zu predigen und ihr das zu sagen, was der Jugendpastor mir gesagt hatte. Ja. Und ich sagte ihr, ey, weißt du, das mit Jesus ist so, du musst loslassen, dann kannst du ihn erfahren. Du musst dein Leben hingeben. Und als ich das erzähle und sage, loslassen, loslassen, merke ich so, wie so Worte zu mir zurückkommen. Loslassen, loslassen, loslassen. Und ich merke so in mir, also es war keine hörbare Stimme, aber es war so in mir, Sammy, ich bin da. Lass los. Und dann stand ich so, wie angewurzelt vor ihr so. Jetzt ist alles klar. Und es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Und sie guckte mich so an, was ist denn, was ist los? Und sie fing an zu weinen. Und ich meinte so, ey, ich weiß nicht, aber jetzt ist gerade alles klar. Jetzt, ey, es ist gerade alles klar. Jesus ist da. Er ist für mich gestorben. Er liebt mich. Und sie guckt mich an und war am Weinen und meinte so, Sammy, du leuchtest. Ich so, ey, ich weiß nicht, ich kann dir es nicht erklären, was gerade mir abgeht, aber für mich gerade alles klar. Und das war, ja, also der krasseste Moment in meinem Leben so. Heute nenne ich es meine Begegnung mit Jesus. Das war am 11.01.2004. Und ja, ich hatte an dem Abend noch totale Lachflashs und was weiß ich, ich konnte es nicht beschreiben. Ne? Also es war ein krasser Moment und werde es nie vergessen. Und am Abend danach habe ich mich auch mit einem Freund zusammen aus der Gemeinde dann habe ihm was erzählt und geredet und bin auch zum Jugendpastor gegangen, habe gesagt, hey, der Bus ist gekommen. Und ja, das war dann der Punkt, wo die gesagt haben, hey, sollen wir dein Leben auch mal übergeben? So? Du willst es an Jesus weitergeben? Und dann haben wir sowas wie ein Übergabegebet gesprochen. Und dann war für mich ja, das Thema so gesehen dann auch durch. Also dann war ich... Da war der Sinn. Da war der Sinn, ja. Du bist dann mit deinem Glauben weitergegangen. Wie ging es beruflich da für dich weiter? Hat sich dadurch was verändert? Hattest du andere Prioritäten? Ja, erstmal war so, ich war dann auf einem total Jesus-Trip. Ja, also ich habe allen Leuten um mich herum von diesem Jesus erzählt und merkte in mir, okay, ich könnte mir vorstellen, auch so in Richtung Theologie was zu machen. Und der Drang wurde immer größer. Und ja,
dann mich an Bibelschulen beworben. Das Problem war nur, ich hatte einen Autounfall gehabt, einen schweren Autounfall, also der, wo ich eigentlich auch hätte ums Leben kommen müssen und hatte dadurch aber auch viele Schulden. Ja, und es war irgendwie nicht möglich, aus meinem Beruf einfach so rauszugehen und dann ein Theologiestudium zu machen. Mhm. Bis dann irgendwie Gott Wege geöffnet hat, dass ich dass gerade in der Firma, wo ich in der Zeit, wo ich gearbeitet habe, wurden Leute entlassen, weil Stellenabbau und so weiter. Und mir wurde halt auch eine Abfindung angeboten. Genau so viel, wie ich an Schulden hatte. Ja. Und das war genial. Die haben mich dann gefragt, hier, Cam, wir planen wahrscheinlich nicht mehr mit dir. Ja. Ist das okay für dich? Und ich hatte mich schon beworben, das wussten die nicht. Ne? Ich hatte mich schon an Bibelschulen beworben, das wussten die nicht. Und ich so, ja klar, machen wir so. Und das war alles zu dem Zeitpunkt, wo auch die Schule dann anfing. Ja. Und das hat alles gepasst. Und dann habe ich 3 Jahre Theologiestudium gemacht, also eine Ausbildung zum Jugendpastor, so gesehen, ja. Jugendleiter, Jugendpastor. Ja. Du hast es eben so am Rande erzählt, da war ein Autounfall, ich hätte versterben müssen. Also, ja, genau. Ja. Was ist dir da passiert und wie bist du da rausgekommen? Okay, wir wollten an dem Abend proben für einen Jugendgottesdienst an einem Samstag. Und es sollte ein Tanzauftritt sein und wir wollten proben mit ein paar Jungs. Und auf der Rückfahrt von der Arbeit bin ich in Sekundenschlaf gefallen, auf der Autobahn. Also ich hatte davor die Woche noch schon gemerkt, okay, ich habe irgendwie Probleme damit, weil ich auch immer früh aufstehen musste und so weit fahren. Und irgendwann war es dann so weit, dass ich dann eingepennt bin. Und ich weiß nichts mehr, bis nur sehr wenig. Anscheinend mit 100 in Stauende in LKW rein. Und dann unterm LKW saß mit dem Auto. Ich war anscheinend bewusstlos, also mein Kopf war aufgerissen, man sieht vielleicht noch hier die Narben. Ich hatte ein Schädelhirntrauma, mein Kiefer war gebrochen, meine Nase war gebrochen. Hier waren die Sehnen durch und mein Trizeps ist gerissen und so weiter. Also mein Auto sah total Schaden und ich wurde da rausgeschnitten, ins Krankenhaus gefahren. Und wurde dann ins Koma gelegt und sah nicht gut aus für mich, weil unser Jugendpastor, der übrigens Kinderarzt ist und der mich dann fast täglich da besucht hatte, weil konnte dann öfter zu mir kommen und er hatte dann damals auch, ich glaube meiner Mutter sogar gesagt, dass das nicht gut aussieht, weil ich hatte ein Schädelhirntrauma, was sehr stark war. Und es war dann dieser besagte Samstag von dem Jugendgottesdienst, wo wir eigentlich darauf hintrainiert haben, dass ich an dem Abend auftrete. Und die hatten an dem Jugendgottesdienst für mich gebetet und gesagt, dass ich im Koma lege. Und die wollten mich eigentlich aus dem Koma rausholen im Krankenhaus, aber ich kam nicht aus dem Koma raus. Es gab ein Problem. Und nach dem Jugendgottesdienst in der Nacht bin ich aus dem Koma rausgekommen. Ja. Das war der Tag 5, wo ich im Krankenhaus war. Und dann gab es irgendwie einen ganz schnellen Heilungsprozess, dass ich einen Tag später, ich glaube Tag 6 oder 7, raus bin aus dem Krankenhaus. Ja. Und ja, auch die Ärzte dann meinten, also Henke, wir können es jetzt nicht erklären, warum das jetzt bei Ihnen gerade so schnell geht. Wahrscheinlich, weil Sie so sportlich sind oder so. Und ich dachte mir nur so, ich weiß warum. Die Gewissheit hattest du. Das, ich wusste, Gott hat da was... was Krasses gemacht, so, weil das war nicht normal. Hat sich in deinem Umfeld dadurch was verändert? Also die Gespräche, die du dann hattest oder so? Ja, also doch. Also mein Umfeld, ich denke mal, war klar, weil ich auch nicht aus dem Background komme, war alles ein bisschen skeptisch dem Ganzen gegenüber. Ne? Was ist dem das? Glauben gegenüber. Ja, dem Glauben gegenüber, weil ich natürlich so dann so voll der Jesus-Trip hatte. Und ja, dementsprechend war das... Ja, da waren, okay, was ist das da? Ja, und danach, nach dem Unfall und
nachdem auch viele gesehen haben, wie die meine ganzen Jungs sich um mich gekümmert haben. Ne, das wie, waren die aus der Gemeinde. Aus der Gemeinde, genau, wie die sich um mich gekümmert haben, wie die immer da waren und mir auch danach noch viel geholfen haben und so weiter. Da wurde auch in meiner Familie und so weiter, wurde so ein bisschen klar, ey, das ist, die lieben den echt, ne? Da ist was hinter, ne? Und da hat sich auch in meinem Umfeld, auch in meiner Familie auch viel, viel geöffnet dem ganzen Thema gegenüber, sodass auch dann meine Familie fast wöchentlich zum Gottesdienst kam und dem ganzen Thema Glaube auch ihr Herz geöffnet hat. Total cool, dass also erstmal aus was sehr Tragischem, dann aber auch noch so positive Sachen draus gewachsen sind. Du gibst es auch online weiter, du hast einen YouTube-Channel. An wen richtet sich das, was du da erzählst? Ich richte mich da auch an Leute, die dem Ganzen auch fern sind, ja, die damit gar nichts zu tun haben. Weil ich mir einfach auch gedacht habe, okay, ich hätte mir damals sowas gewünscht, ja, dass mir jemand in meiner Sprache das so rüber vermitteln kann. Ja. Und von daher, meinem YouTube-Channel habe ich Tanzvideos, habe auch Erklär-Message-Videos, wo ich anderen einfach von diesem Jesus erzählen kann und Hoffnung weitergeben kann und sagt, dass Gott sie unendlich liebt und er für sie gestorben ist am Kreuz. Es ist total cool, dass du diesen Sinn für dich gefunden hast und dass du den auch weitergibst. Und danke, dass du es heute hier weitergegeben hast, von deiner Geschichte erzählt Gerne. Hast. Gerne. Danke dir. Und danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie dabei waren bei Bibel TV, das Gespräch. Bis zum nächsten Mal.